Gut. Sprechen wir noch über Leos Pick? Ach ja. Ich habe einen Anti-Pick. Ich wollte heute Geld abheben, Bargeld. Machst du im Rewe? Der ist der Fehler. Ja. Ich wusste schon, dass mir das angekreidet wird. Auf jeden Fall. Was wolltest du denn mit diesem Bargeld bezahlen? Bare Sachen. Ja. Nein, nicht Barzahl. Aber ich will Bargeld abheben. Und geh auf jeden Fall in den nächstbesten Bankhaus, sagt man das so, wo Automaten stehen. Und schiebt da meine Karte ein, gibt Geheimzahl ein, alles, wie man das so macht. War da so oder auch drei, nicht macht. Drei ja. Trommeln, die sich gedreht haben und ja, so ungefähr. So. <Zum Haken>. So ungefähr. Und in Wiesbaden gibt es ja viele Spielbanken, in die man aus Versehen reinrennen kann. Und auf jeden Fall, dann Geheimnummer eingegeben, alles normal, Betrag ausgewählt. Und dann kommt doch tatsächlich, und ich habe das in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen, kommt doch tatsächlich in Anführungszeichen Bannerwerbung in Bankautomaten. Das ist okay. Ich habe das in meinem Leben noch nicht erlebt. Ja, während vielleicht, du wartest, oder? Nicht während ich warte, sondern während des Prozesses, während ich... Aber nur für die Bank selbst. Ja, aber ich hatte das noch nicht mal für die Bank, ja, das hätte echt noch gefehlt, aber ich habe das noch nicht mal für die Bank selbst, noch nicht mal Eigenwerbung habe ich bis jetzt erlebt. Das ist mir noch nie untergekommen in den Bankautomaten, dass mir eine Werbung zwischen in den Prozess des Geldabhebens und nicht einfach beim Warten. Das habe ich schon mal gesehen, dass beim Warten dir irgendwas eingeblendet wird, aber nee, ein modaler Dialog, wenn du so willst. Ja, also ich musste sozusagen diese Werbeanzeige musste ich aktiv wegklicken. Das ist unfassbar. Ich habe sowas noch nie gesehen. Also das stimmt schon, dass du bei irgendwie, wenn der irgendwie das Geld zählt oder was auch immer der da macht, dass ja, du da, der zählt das Geld. Der zählt echt das Geld. Dass du da mal, da kriegst du halt irgendwie unser neues Girokonto oder so. Ja, das kenne ich schon auch. Also so weit ging es bis jetzt auch schon. Aber das, was mir heute über den Weg gelaufen ist, das habe ich noch nie gesehen. Vielleicht war die haben das vielleicht von so Spielen gelernt. Wenn sie folgende Werbung anschauen, bekommen sie 5 Euro mehr ausbezahlt. Wäre super gewesen. Das wäre gut, ja. Also das fand ich, das war ein neues Highlight nach unten. Der nach unten offenen Skala, wie man Leute verkretzen kann in jeder Hinsicht. Es war auch Eigenwerbung. War das deine eigene Bank oder war das eine fremde? Nee, es war nicht meine eigene Bank, aber es war ich glaube, das war mit einer Sparkassenkarte und war ein Sparkassen, das lokale Pendant zur Sparkasse hier. Die heißt irgendwie Nassauische Sparkasse, Nassauische irgendwas. Ich habe von der Sparkasse, wo war ich geparkt? In Frankfurt in der... Hanauer Landstraße, glaube ich. Da ist eine Sparkasse. Davor ist ein Parkplatz. Da steht drauf Behindertenparkplatz, aber nicht am Wochenende. Und es ist sehr verwirrend, weil es ist teilweise so, als wäre es die ganze Woche und teilweise so, als wäre es nur am Wochenende nicht als Behindertenparkplatz zu benutzen. Die Frage ist, dass, wenn da steht Parkplatz, Behindertenzeichen, Montag bis Freitag und noch irgendwas, ist es dann am Samstag, Sonntag frei oder nicht? Weil es ist auch auf den Boden gemalt. Die Beschreibung ist mir zu ungenau. Ja? Zu Hause würde ich mal woanders parken. Dann habe ich bei der Polizei angerufen und gefragt. Hat sie gesagt, nee, ist okay. Du hast ernsthaft bei der Polizei angerufen? Ich habe gefragt, ja, bei der nächsten Wache habe ich angerufen, gefragt, so, hier, ist das hier in Ordnung? Dann hat sie erstmal gefragt, so, wo ist das? Ja, hier vor der Sparkasse und ja, ist okay. Okay, ist ja verrückt. Naja, die fand das nett. Ja, nicht 110, sondern so bei der habe ich die nächsten Dings rausgesucht. Habe ich Polizei gesucht. Auf Apple Maps? Ja, großer Fehler. Was findet man? Alles nur nicht die Polizeistation. Natürlich. Ja, das wäre ein bisschen viel erwartet, oder? Irgendwie Polizeigewerkschaft oder so hat er gefunden. Mhm. Die hatten samstags zu. Aber die haben nicht nur samstags zu. Okay, und du fandst jetzt den Bankautomaten nicht so toll? Nee, also das ist, das war wirklich, der Bankautomat, der ist sowieso, also ich kannte den schon von vorher, nur und da hat er mir nie die Idee, ich war an diesem spezifischen Bankautomaten auch schon und hat auch an dem noch nie diese Werbung untergeschoben bekommen. Der Bankautomat, der ist sowieso bei mir geistig schon im Verruf, weil der gibt einfach nur das maximal größte an Scheinen heraus, was er kann.
Ja, also wenn du da 100 Euro abhebst, kriegst du definitiv einen 100-Euro-Schein. Wenn du mehr als 100 Euro abhebst, kriegst du definitiv alles in 100-Euro-Scheinen. Und dann gehst du nämlich danach drüber zum Bäcker und dann verdrehen alle die Augen, nachdem du da für 3 Euro, 1 Cent irgendwie Brötchen gekauft hast. Dann sagst du deinem Bäcker, so wie jeden Tag, wissen Sie, das Problem hätten wir nicht, wenn Sie NFC-Kartenzahlung akzeptieren würden. Die sind selbst schuld und hier ist ein 500-Euro-Schein. Vielleicht akzeptiert er sogar NFC-Karten, aber ich habe keine. Stopp. Du könntest doch ganz leicht eine haben. Nee, ich hab eh irgendeine Karte, funkt bei mir garantiert auch aus dem Portemonnaie herum, aber ich habe mich tatsächlich noch nie damit auseinandergesetzt, dass ich mit dieser Karte irgendwas, mit diesen Karten, diese Karten sind in meinem Kopf so träge festgesetzt mit der Funktionsweise, wie ich die immer genutzt habe, dass ich mit dem Konzept, diese Karte anders zu benutzen, nicht richtig klarkomme. Ja, es ist eine. Ja, also ich kann ein Telefon und eine Uhr kann ich an ein NFC-Lesegerät halten, aber ich kann diese Karte nicht irgendwo dran halten. Welche Karte muss ich hier reinstecken? Das hilft halt nichts. Ich habe das Umdenken, ich habe eine neue Karte, weil wir ein neues Konto aufgemacht haben und die Karte hat halt auch Funken, die funkt und die hat Chips und so weiter. Und ist super ungewohnt, weil da ist es halt so, unter 25 Euro kannst du sie einfach nur ranhalten. Mhm. Und ich habe mich echt irgendwie so wie so ein Baby angestellt irgendwie. Also mit dieser Karte, die irgendwie richtig ranzuhalten. Der vor mir war total cool, weißt du, der hat genau im richtigen Augenblick rangehalten, weggezogen, das war also eine Geste. Und ich bin auch nach 2 Wochen immer noch sehr tollpatschig mit diesem, wo halte ich die jetzt hin und wie lange und so weiter. Aber nur als kurzen Einschub, hat einer von euch schon mal eine Geldeinzahlung vorgenommen an einer Supermarktkasse? Ja. Was jetzt schon überall Geld einzahlen. Das ist faszinierend. Hat mich auch fasziniert. Ging nämlich und hatte ich auch noch nicht erlebt irgendwie. Aber es ist cool, ne? Also ich meine, das ist halt, weil die haben im Zweifelsfall halt sehr lange auf. Banken, die machen ja immer sofort zu. Ja, ja, natürlich. Und die sind halt kurz vor Mittag auf und dann, ja. Und es kostet mich jetzt nichts. Ja. Ja. Mit das mit den Banken. Ich habe, ich hatte neulich eine Rewe-Kassiererin, ältere Dame, die kommentiert immer die Sachen, die du kaufst. Ne, das ist so eine. Kennt ihr das? Habt ihr das auch im Supermarkt? Ja, das hört super an. Ja, schon gut. Dann nimmt sie irgendwie so eine Flasche, zieht die drüber. Oh, die ist im Angebot, nicht? Ja, ja. Mhm. Ich würde nur Schweinkram kaufen. Die ganze Zeit. Und dann würde ich immer lautstark antworten. Ne, die redet gerne. Und. Ja, das Gespräch an der Kasse, das hatten wir doch gerade eben. Das fällt doch dann so zu. Ja. Genau, aber normalerweise ist es ja, schreiben auch sehr viele Hörer, du zahlst mit NFC und sie holen sofort den Ladendetektiv, damit er dich aufhält oder lassen dich sicherheitshalber irgendwo auf dem Bon unterschreiben, wo es kein Feld zum Unterschreiben gibt. Und die hat aber, ich habe da mal einen Sticker, ich klebe mir den immer so auf die Finger, weil in dem Geldbeutel funktioniert der irgendwie nicht, da sind auch mehr Karten wahrscheinlich drin, die irgendwas Komisches machen. Und dann klebe ich mir diese 2x3 Zentimeter Sticker-Dings, klebe ich mir auf die Finger und mache dann so und dann auf das Gerät. Das ist schon suspekt. Ja, das ist enorm suspekt. So eine Riesenhandbewegung. Können wir uns bitte darauf einigen, dass du dir fürs nächste Mal so einen Zauberstab hast? Wolltest du mal irgendeinen Soundeffekt dazu malen? Ja, und so ein Glitzer, so Feenstaub irgendwie. Das ist so gut. Und dann sagt sie, oh, das ist aber praktisch, was haben Sie denn da? Finger. Ja, hat sie aber doch recht. Ja, hat sie recht, als Erste. Ja, die anderen holen irgendwie gleich. Ja, ja, sehr nett, finde ich. Mhm. So. War ich, wo wir gerade noch für NFC sprechen, im Ausland, Kreditkarte, N26-Kreditkarte, und plötzlich nimmt diese Kreditkarte, nimmt kein Terminal mehr meine PIN an. So, hä? Ich weiß meine PIN ganz genau, aber sie beim zweiten Mal wirklich so, hier Nummern eingeben, alles ganz genau, stimmt, ist ganz richtig, nee, nur Nummer wird nicht akzeptiert. Das ist ein bisschen komisch. Habe ich das am nächsten Tag wieder bei jemandem versucht, hat wieder gesagt, nimmt das Ding nicht an. Was lustig, was dann cool bei dieser Kreditkarte ist, dass ich ganz oft die App aufmachen kann, damit ich meine Kreditkarte neu booten kann. Einfach Kreditkarte deaktivieren, wieder aktivieren und es hat wieder funktioniert. Es ist crazy shit. Ist klar. Ja. Noch einmal kurz Bank. Ich musste mit der Deutschen Bank telefonieren, wollte aber nicht irgendwelche Nummern raussuchen und Kram und habe einfach auf der Website geklickt, bitte Rückruf. Kam dieses Fenster. Deutsche Bank Rückrufservice powered by Oracle. Das Fenster sieht aus wie Hund, ist auf irgendeiner komischen, verdächtigen Phishing-Domain. Ja. Vistara.com, klar. Du kannst, das sieht echt wild aus. Sieht furchtbar aus, aber
Es hat mich sofort zurückgerufen und es war sofort jemand dran, der mir freundlich und kompetent weiterhelfen konnte. Total unglaublich. So, musstest du der Person auch deine Bankdaten geben? Nee, das war eine andere Frage. Aber das war wohl die Deutsche Bank und jetzt das hat funktioniert. Also das ist ganz komisch. Manchmal ist Amazon hat auch so einen funktionierenden Rückrufservice. Sehr gut. Wenn das gut geht, ist das sehr toll. Ja, absolut. Also funktioniert tatsächlich ganz großartig. Ich kenne da von einer Firma, die sowas mal selber gebaut hat, kenne ich da Geschichten, dass es jemand ausgenutzt hat und dann plötzlich so eine 10.000 Euro Telefonrechnung drin lag oder dagegen geskriptet hat und dieses Ding wild irgendwelche wilden Nummern angerufen hat. Ja, das habe ich neulich auch gelesen. Der Trick funktioniert wohl bei vielen solchen Services, wo du auch so Two-Factor-Zeug, Anmeldungsbestätigung, Google, Microsoft und so weiter, die haben da oft keinen Filter drin und sie meinen, es wäre nicht genug Schaden, um dagegen vorzugehen. Mhm. Also, ja. Gut.